Wieso kann ich nicht da hoch? Wie komme ich jetzt da hoch? Ach, hier, Zauberer, du kannst doch eine Kiste malen. Ach so. Ich komme immer noch nicht hoch. Hm. Kann man hier irgendwie wechseln? Stell dich mal drauf. Stell dich drauf. Ach so, du kannst mich fliegen lassen. Nein, ja, mit rechter... Doch, mit rechter Maustaste. Nein, geht nicht. Du bist zu fett. Dann lass es mal ein bisschen hochfliegen, dass ich noch drauf springen kann. So hoch kann ich springen. Bisschen höher. Ja, so. Ja, jawohl. Na siehst du, jetzt haben wir es doch. Jetzt schieb ich dich weg, Alter. Lass die Kiste da stehen, braucht man nicht mehr. Ich wollte die aber mitnehmen. Bin gespannt, wann man lernt, wie man Charaktere wechseln kann. Oh, roll den Baumstamm. Oder? Ja. 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 Ich bin nun weg. Kannst das Ding wieder zu dir rollen? Ah, du kannst das Ding wieder zu dir packen. Ja. Weil ich könnte jetzt... Ich müsste ja theoretisch... Ah, ich kann den Weg hier oben lang nicht. Ich bin gestorben. Ich bin eine sanfte Elfe, die den Weg hier über die Blätter nimmt. Ich bin gestorben. Ach so, du kannst dich nicht mehr wiederbeleben. Ich weiß nicht, wie das geht. Was für ein Mist. Ja. Du bist fast runter. Ach, da bist du ja jetzt wieder. Jetzt bist du der Dicke. Du darfst nur nicht den Dicken verschwenden jetzt. Das war das Ding, das muss irgendwie aufgehen. Hier oben ist so eine Kugel. Hier ist eine Kiste. Ah, jetzt hatte ich wieder so ein Fläschchen eingesammelt. Kann ich die einsammeln? Nee. Nee, es geht nicht. Wieso geht das nicht? Ja, die Kugel müsste ich einsammeln können. Jetzt hast du alles kaputt gemacht. Eieiei. So, hier hinten ist das Fläschchen. Ah, das ist jetzt runtergefallen. Ich verstehe. Ah, jetzt haben wir es. 23 von 50. Na gut, eins hatten wir vorhin noch übersehen. Schade. Weil... Wegen wem haben wir es übersehen? Wegen Keltuben. Ja. Ganz genau. Das hätte ich auch gesagt. Wow. Ich will noch da oben, das ist noch so eine Flasche auf dem Blatt. Das geht doch nicht. Wir müssen das schaffen. Moment, kann ich nicht da irgendwie hoch? Ja, Moment, da muss ich hier den anderen Baumstamm. Alter, das Fläschchen müssen wir irgendwie kriegen. Wow, wieso hat mich das Ding... Nein. Jetzt wäre ich fast verreckt hier. Wieso klatschen das... Boah, wow, das Ding schwingt aber übelst. Was ist denn da... Hey, was ist denn jetzt los? Wieso bin ich auf einmal hier? Keine Ahnung. Weil du vorgerannt bist. Du musst mal mit hier hinterkommen, weil ich kann nicht an unterschiedlichen Orten sein. Dann lass es doch bleiben. Ja, aber das gibt Errungenschaften und Bonuszeug. Das will ich haben. Warte, ich schwinge mit dem Ast hier. Ich bring den erstmal zum Schwingen. Das muss gehen. Das ist doch das Coole dran, mir so Rätsel zu lösen. Also, soweit ich weiß, kann man den in Schwingen setzen. Mein Seil ein bisschen länger machen. Ach, fast. Ich will immer, bei sowas bin ich immer sau ehrgeizig, weil ich das haben will. Ah, Moment. Da fehlt nur die richtige Schwungtechnik. So, jetzt stehe ich schon mal hier oben. Ach. Hey, seit wann bist du zu der Magier? Keine Ahnung. Ah, da kannst du wieder die Kiste ein klein bisschen ins Schweben versetzen. Und ich spring dann drauf. Ah, zu hoch. Ja, endlich. Na also, geht doch. Ach, hier bist du durch das Ding gegangen. Hier kann man mit diesem Kreis wahrscheinlich seine Gefährten wiederbeleben. Das hier, das glitzernde Ding, oder was das ist? Keine Ahnung. Das musst du ja irgendwie ausgelöst haben oder so. Keine Ahnung, ich hab nichts gemacht. Und was ist das hier? Das blinkt. Da oben leuchtet auch was. Kann man das nicht einsammeln mit einem Pfeil oder so? Hm, wie geht das? Wie kommt man da hin? Sehr merkwürdig. Hier müssen wir auf jeden Fall irgendwas machen. Ach, wahrscheinlich irgendwie hier Pflanze gießen.
Ah, jetzt. Oh, da kann man es runter. Ah. Oh, Pilz, Pilz. Magst du die Pilz? Habe ich nicht gut gezaubert. Aber wir müssen irgendwie noch weiter zaubern. Ja, du, renn mal da hoch und da oben sind auch noch Sachen, die du einsammeln kannst. Na, Moment. Nee, ich wundere mich nur gerade, wie will man jetzt zum Beispiel... Da ist dann noch ein Pilz, den man wachsen lassen kann. Müssen wir es vielleicht nochmal hier runterkippen, so? Oder vielleicht ein bisschen waagerechter, nee. So, irgendwie müssen wir hier noch... Kannst du vielleicht eine Kiste dahin stellen, die das Wasser umleitet oder so? An die Kiste und das Wasser stellen, die ist vielleicht... vielleicht ein bisschen auf die andere Seite, ich weiß nicht. Ja, so? Hm. Hier ist noch so ein Samen, der sich doch hier versteckt. Oder den Pilz umdrehen kann man auch nicht, oder? Du mit deinem Zauber. Hm. 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 Was ist, wenn du oben in den Baumstamm mal eine Kiste reinlegst? Geht das? Okay, es funktioniert auch nicht. Hm, weil da ist ja noch ein Ding, was wachsen kann. Hm, okay. Aber ich denke mal, das ist wahrscheinlich nur für die leuchtenden Bälle, nehme ich an. Da haben wir halt weniger leuchtende Bälle, weil ich wüsste jetzt nicht, wie man da hinkommt. Jetzt müssen wir hier die Pflanzen zum Wachsen bringen. Ich schieb mal die Kiste weg. Hier ist ja noch mehr Pflanzen. Da, zum Beispiel ein Pilz hier rechts, der jetzt gerade wächst. Dieses Wasser ist echt mächtig. Ich sollte mal versuchen, ob das auch bei Kartoffeln klappt. Wie hast du das Ding vorhin kaputt gemacht? Guck mal ganz rechts, da haben wir wieder so ein Ding. So eine Flasche eingeschlossen in so ein Teil. Was für eine Flasche? Hier unten. Da drin. Wie hat es das vorhin kaputt gemacht? Oder ging das alleine kaputt durch irgendwas? Und die Axt, wenn du das Rad benutzt, dass du eine andere Waffe nimmst? Achso. Hm. Ah, jetzt hast du es irgendwie aufgesammelt. Auch gut, muss man es gar nicht kaputt machen. Na gut, dann gehen wir mal da hoch. Ich nehme an, hier muss der... Wie hast du eigentlich gerade den Ding genommen? Du musst einfach 1, 2 und 3 auswählen. Das wird dir oben links angezeigt. Ah, okay. Bei mir wird aber nicht der 1, 2 oder 3 angezeigt. Nee, es steht immer oben dran, das wird da... ja, wenn du einmal gewechselt hast, steht immer 1, 2 und 3. Aha. Ach, so geht's natürlich auch. Oder das kann sein. Aua! Es kann natürlich auch sein, dass das ein Checkpoint ist. Ah, jetzt verstehe ich. Zack! Jetzt gehen wir hier auf die Kugel drauf. Da oben ist eine Flasche. Da oben. Ich nehme mal die wendigere hier. Oder ich schwinge mich mal hoch. Müsste ja auch gehen. Boah, nee, nicht ganz. Boah, funktioniert nicht. Wow. Ach. Nix da wird gekocht. Oh Gott. Dann nehme ich mal den Zwerg hier. Wow. Kämpfst du? Oder was machst du? Ja, ich komm grad nicht mit. Ich Ach so. Die ganze Zeit wechseln.
Ich frag gerade nur, was Kutz gemacht hat. Eine einfache, unkomplizierte Aufgabe. Du kannst anscheinend während dem Kampf nicht wechseln. Sowas. Ich nicht. Also ich habe gerade zweimal gewechselt. Einmal die Bogen und einmal den anderen Dicken. Ich kann jetzt auch. Jetzt können wir das in den Kisten machen hier, weil ich da nicht hochkomme allein. Also, ich bin da extrem durcheinander gekommen. Okay. Schieb mal die Kiste! Ich brauch die Kiste! So, ich komme noch nicht ganz hoch. Ah, jetzt war ich oben. Ich hatte es nur mit dem Schwein. Mit dem Seil schwimmen müssen. Das hier ist ein bisschen schwer. Boah, da brauche ich wieder eine Kiste. Ich schieb die mal hier hin. Boah, okay, jetzt habe ich's. Sehr gut. Ach, man kann wahrscheinlich pro Level 50 solche Flaschen sammeln. Ah, jetzt geht's hier hoch. Ich brauch den Rauch. Du kommst du. Ey, lass mich hoch. Kommst du da auf. Oi, wenn du runterfällst. Mach doch nix. Boah. Hey, ich will da hoch mich schwingen. Da oben kann man nämlich hin. Ich frage mich, ob das so leicht geht. Aua! Verdammt! Kannst du die Kiste immer ein bisschen wegschieben? Die Kiste da. Auf der du gerade draufstehst, kannst du die vielleicht ein bisschen wegzaubern, wegheben? Ach, die hier? Die hier unter mir. Ja, genau. Damit ich hier mehr. Aua! Mehr Platz habe zum Schwingen. Boah, wieso komme ich denn da nicht hoch? Da geht's nämlich hoch. Da ist ein Herzenleben und eine dicke Flasche. Eine saudicke Flasche. Ah, hier kommst du irgendwie nur schwer ran. Kann ich mich nicht irgendwie umdrehen, dass ich vielleicht. Ah, jetzt schwinge ich in die andere Richtung. Mach mal so. Und du musst aber auch in dem Moment rausspringen. Boah. Das geht aber sau schwer. Aber ich nehme an, das ist nicht umsonst da oben so eine dicke Flasche, weil es wird also wahrscheinlich belohnt, wenn man es schafft. Ah, Moment. Schlecht getimt. Aua. Aua. Ah, jetzt bin ich wieder ganz unten, verdammte Axt. Moment, ich komme wieder hoch. So. Wie kann man. Moment mal, die Kiste, die muss doch hier für irgendwas gut sein. Ah, vielleicht kannst du hier. Moment mal. Stell mal die Kiste hier an den Rand, wo du stehst. So, hier hin. Moment. Und stell mal auf die Kiste noch eine Kiste von dir. Das müsste doch funktionieren. Okay, es reicht aber noch nicht, um da hochzukommen. Aua, voll auf den Bock. Aua, und voll in die Nageln reingeklappt. Komm, spring jetzt auf. Moment. So, haben wir das? Ach. Ich hatte es einmal fast. Und jetzt mach. Spring. So. Nee, ich brauche die Kiste glaube nicht. Moment. Ich hatte gerade so extrem viel Schwung. Ach. Jetzt stört die Kiste ein bisschen, weil ich dadurch nicht. Genau, jetzt machen wir mal weg. Weil ich dadurch nicht genug Schwung nehmen konnte. So, jetzt probiere ich es nochmal. Ah, ich hatte gerade wieder so extrem viel Schwung. Aua. Aua, ich steche mich ständig selber. Aua, fast geschafft. Hey, wie willst du denn das da hochschaffen? Das muss doch irgendwie möglich sein. Das verstehe ich nicht ganz. Aber wenn du schon viel weiter machst, wäre ich gleich wieder zu dir teleportiert.
Das muss doch irgendwie möglich sein, da hochzukommen ohne weiteres. Kann man so viel extremen Schwung kriegen? Ah, ach, die hatte ein bisschen Wandsprung.